Es ist ein ganz neues Kapitel in unserer Automobilgeschichte. Wir fahren, ohne das Lenkrad selbst in der Hand zu haben. Dank jahrelanger Forschung wird autonomes Fahren bald schon zur Realität auf unseren Straßen. Wir blicken auf die Entwicklung von Automobil zu autonom. Was für uns heute Normalität ist, war 1888 ein Meilenstein für Mercedes-Benz. Bertha Benz bewältigt die erste automobile Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim. Damit schreibt sie Automobilgeschichte. Mit dem Lauf der Zeit wurde Autofahren für unsere Gesellschaft immer selbstverständlicher. In den 90er Jahren leistet Professor Ernst Dickmann gemeinsam mit Mercedes-Benz die Pionierarbeit für das autonome Fahren. Auf Basis des 500 SEL lernen Fahrzeuge zu sehen. Bei Prometheus hat man natürlich in die Längsdynamik eingegriffen, das heißt, man hat Gas gegeben und gebremst, hat aber damals auch schon gelenkt, so wie wir es heute tun. Bei diesem Projekt ist man schon bis zu 1000 Kilometer auf öffentlichen Straßen vollautonom gefahren. 2013 ein erneuter Meilenstein. Mercedes-Benz entwickelt ein Fahrzeug, das sich selbst steuert. Der S500 Intelligent Drive beweist als Technologieträger, dass autonomes Fahren mit seriennaher Technologie schon heute möglich ist. Mit diesem Auto sind wir erstmals auf einer Landstraße von Mannheim nach Pforzheim gefahren, im ganz normalen öffentlichen Verkehr, auf Landstraßen, in Städten, in engen Bereichen. Wir haben Fußgänger, wir haben Fahrradfahrer, die dürfen wir nicht gefährden. Wir haben Autos, die von der Seite kommen, wir haben Autos, die vor uns abbiegen. Um zu sehen, wie wir damit klarkommen, haben wir diese Fahrt unternommen und einfach experimentiert. Was sind die richtigen Techniken, um dieses Problem zu lösen? Die S-Klasse ist ausgestattet mit Stereokameras, Nah- und Fernbereichsradaren. Diese Technologie setzt Maßstäbe. Denn die Sensoren basieren auf dem gleichen Prinzip wie die der Assistenzsysteme in den Serienfahrzeugen. Wir wollen nicht mit einer sehr teuren, sehr umfangreichen Sensorik vorangehen, von der wir wissen, es wird Jahrzehnte dauern, bis die so günstig und so zuverlässig geworden ist, dass wir sie dann auch im Automobil einsetzen können. Sondern wir wollen quasi Dinge von der Stange haben, zumindest mal was die Sensorik angeht, und wollen den Rest dann durch geschickte Programmierung lösen. Im Jahr 2015 präsentiert Mercedes-Benz seine Vision von morgen. Das Forschungsfahrzeug F015 Luxury in Motion. Mit dem F015 haben wir nun erstmals gezeigt, wie Fahrzeugkonzepte aussehen können, die vom autonomen Fahren letztendlich leben. Wir haben ein Interieur dargestellt, das man anders nutzen kann. Wir haben Fahrzeugproportionen dargestellt, die vollkommen andersartig sind. Wir können davon ausgehen, dass wir in Zukunft drei Räume in unserem Leben hauptsächlich nutzen. Unser Zuhause, das Büro und der dritte große Bereich, wo wir viel Zeit verbringen werden, ist das Fahrzeug. Der F015 wird zu einem neuen mobilen Lebensraum, in dem wir unsere Zeit verbringen. Dank Lounge-Charakter erleben wir ein völlig neues Platzangebot. Durch modernste Technik ist ein digitaler Erlebnisraum entstanden. Mit verschiedenen Gesten oder Eye-Tracking können wir das Fahrzeug ganz anders bedienen. Der F015 übernimmt für uns sogar die Kommunikation mit der Außenwelt. Wir als Menschen sind es gewohnt, dass wir durch Sichtkontakt unsere Absichten letztendlich dem Gegenüber auch mitteilen. Wenn wir nur autonom fahren, haben wir das alles nicht mehr. Das heißt, das Fahrzeug muss diese Funktion übernehmen. Der F015 verkörpert ein visionäres Fahrzeugkonzept für die Zukunft. Eines, in dem wir neu gewonnene Zeit ganz anders nutzen können, nämlich für uns selbst.